Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Bilder und Produkte von DP Clubs. Tüte kann weg. Ich habe mir wieder ein bisschen Nachschub bestellt an Teilbildern, aber auch zwei andere Bilder, die mich angesprochen haben, die ich sehr interessant finde. Und ich werde ja immer gefragt, was machst du mit den ganzen Bildern? Hauptsächlich stelle ich sie euch vor. Ich kann natürlich nicht alles painten und ich painte schon wahnsinnig viel. Aber alles geht natürlich nicht. Und wenn ihr da Interesse habt, dann schaut mal auf meinem Instagram-Account vorbei. rosa87li-sale. Da könnt ihr dann auch ein paar günstige Schnäppchen machen. Genau. Wenn ihr da Interesse habt, weil ich kann nicht alles painten, auch wenn ich es gerne würde. Unter meinem Teppich ist wieder ein bisschen Platz geworden für die Teilbilder. Deswegen dachte ich, fange ich da mal an und dann zeige ich euch noch die zwei anderen Bilder. Ich habe ja schon in einem anderen Video berichtet, dass ich mir wieder zwei von den Schneeeulen geholt habe in anderen Varianten. Weil mir die so Spaß gemacht hat. In meinem Monatsrückblick hatte ich euch die gezeigt. Und die hat mir so Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt noch zwei andere Varianten besorgt. Freue ich mich auch schon drauf. Kommt unter den Teppich. Und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht auch wieder ein Video mache. Was ist unter meinem Teppich jetzt aktuell? Weil ich glaube, dass ich die Bilder größtenteils... größtenteils abgearbeitet hatte, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Das ist die hier. Ich finde die echt super schön. Da kommen auch wieder super viele Sondersteine hier überall rein. Dann hier, hier, hier. Und ich mag ja am liebsten die Sondersteine. Deswegen das hier. Toolkit braucht kein Mensch. Wir gucken uns mal die Steine an. Oha, das sind so große weiße. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Wir haben erstmal hier normale Strasssteine. Dann haben wir die Stäbchenform. Oh, und diese rosanen hier, ich glaube, die hatte ich noch nie. Dann diese Tröpfchen. Dann die großen rosanen hier. Und die da finde ich richtig cool. So Perlmutt, so ganz große. Finde ich sehr schön. Sehr kitschig und sehr schön. Das ist schon mal sehr cool. Nächste Eule. Die sieht halt so ähnlich aus, aber sind einfach so schön. Das hat so schön ausgesehen bei der anderen Eule. Guckt mal noch ins Video rein, weil ich habe das jetzt schon verräumt. Toolkit. Okay, die sieht so aus. So ein bisschen abgefahrener hier, aber die hat halt auch wieder viele Sondersteine und deswegen habe ich mir die ausgesucht. Ich painte ja am allerliebsten die Sondersteine, da freue ich mich. Das sind alles 30x30 Bilder, das hat jetzt 9 verschiedene Steinchen-Sorten. Finde ich auch mega cool. Steine. Ja, es knistert, ne? Manche mögen das, manche nicht. Ganz viel Silber, das ist auch schön, so ein Kupferton, hellblau, lila. Die sind mega schön, richtig toll. Dann solche kleineren perlmuttfarbenen Halbkreise, dann ganz große Tropfen, die sind auch richtig schön, hellblauen. Und dann haben wir noch solche Tropfen, die ins Rosa glänzen. Dann habe ich noch Blumenbilder und dann habe ich das hier mal ausgesucht, weil das fand ich ein bisschen, das ist mal was anderes. Hat aber sehr viel, ja, Stein zum Einzelsetzen, aber irgendwie das war mal irgendwie was anderes vom Motiv her. Und das gefällt mir auch sehr gut. Obwohl das wirklich viel Einzelsetzerei ist, was ja eigentlich gar nicht so mein Fall ist. Aber das Bild war irgendwie einfach so schön.
Und das hat wieder meine liebsten Steine, diese Rosen. Guckt mal, das hat mir irgendwie total gut gefallen. Ich mag den Hintergrund, dass das jetzt mal nicht nur so weiß im Hintergrund ist, sondern so schön bunt. Die Blumen gefallen mir und hier kommen, glaube ich, diese schönen Rosen wieder rein. Die Rosen, richtig cool. So, das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Ist mal was anderes irgendwie. Hat auch 9 verschiedene Steinchenformen. Auch halt wieder 30x30 waren die Steine. Und ja, die Rosen haben es dann halt noch rausgerissen. Obwohl, wie gesagt, diese, oh Gott, so viele Einzelsteine zum Setzen. Aber egal. Da haben wir wieder diese goldenen Schäfchen. Dann die Rosen, da freue ich mich sehr drüber. Dann rosa, oh, die sind auch cool, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal hatte. Und dann halt sehr, sehr, sehr viele Strasssteine. Boah, Hilfe. Naja, mal gucken, wann ich die Muße dazu habe, aber ich freue mich schon auf das Bild. Das sieht bestimmt sehr cool aus nachher. Ist mal was anderes, da gab es auch noch andere Varianten, aber ja, ich habe das halt auch wegen den Rosen genommen. Man kennt mich inzwischen. Und ich habe in meiner Bastelschublade ja ein bisschen gekramt. Da habe ich auch gut aussortiert. Und da habe ich gefunden, ich glaube, silberne und weiße Rosen zum Basteln. Und ich glaube, lila, ne, hatte ich auch noch. Ich glaube, da stehe ich anscheinend schon länger drauf auf den Kitsch. Sehr schönes Bild. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Das kann gleich weg, weil kommt unter den Teppich. Nächstes ist schon für den Herbst. Ich möchte ja jeden Monat so ein paar Teilbilder machen. Zwischen meinen großen Projekten mag ich das sehr gerne. Och, das klebt irgendwie fest. Oh, da gab es auch ganz viele verschiedene Varianten, aber das hat mir am besten gefallen. Boah, das sind so schöne Steine aber dabei, ne? Wir gucken uns jetzt mal zuerst die Steine an. Ist ein herbstliches Bild. Cool. Orange, gelb, ein dunkleres Orange, dann ein schönes Grün. Dann haben wir Rosa sogar dabei. Nochmal so ein bisschen grünlich. Lila, oh, die Farbe hier ist so schön. Rosa, Orange, dann dunkles Lila. Und dann nochmal so ein dunkles Orange. Boah, so cool. 10 verschiedene Steinchenformen. Auch wieder 30x30, weißer Hintergrund. Aber guckt mal, ich finde das sehr schön und schon für den Herbst. Man muss sich ja jetzt auch schon ein bisschen vorab eindecken, damit alles rechtzeitig da ist, dass man es glattlegen kann. Genau. Und dann kann man sich gemütlich schon mal ransetzen. Ich finde das sehr cool. Es hat mir richtig gut gefallen. Gibt noch andere Varianten. Das fand ich jetzt persönlich aber die schönste. Mega nice. Und ich habe noch ein schönes herbstliches Bild von Oraloa da. Das werde ich auch mal demnächst noch zeigen, weil da freue ich mich auch schon drauf. Das wird auf jeden Fall im Herbst dann gepainted. Hat mich gut eingedeckt dieses Jahr, dass ich für die Jahreszeiten gewappnet bin. Ach, das ist so schön. Das kommt auch unter den Teppich. Mal gucken, vielleicht mache ich das aber auch schon ein bisschen früher. Letztes Teilbild und dann kommen wir noch zu den 2 Vollbildern, die ich bestellt habe. Hier geht's los. Och, ich reiße das jetzt auf, weil es kommt eh unter den Teppich. Hat mir auch so gut gefallen, vor allem auch wieder viele schöne Sondersteine, aber die Farben haben mir gut gefallen. Ich finde, das ist auch sowas für den Spätsommer. Es sind nämlich Sonnenblumen dabei. Schönes, dickeres Toolkit hier, aber brauche ich nicht. Lila, viel, gelb und dann grün. Und dann haben wir aber so schöne, dicke, goldene Halbkreise. Dann ganz schöne, lange Schiffchen. Dann noch mehr davon. Und dann nochmal lila. Ja, ist jetzt nicht so viel unterschiedlich, aber ich finde das Bild extrem schön. Hat 6 verschiedene Steinchenformen, aber farblich, guckt mal, ich finde das richtig, richtig schön. Dann die Sonnenblumen. Ich weiß jetzt nicht, was das hier ist, aber das hat mir so gut gefallen, ne?
Und ach, mit diesem Eimerchen noch, wo die drin stehen. Ich finde das ein sehr, sehr stimmiges Bild. Sehr hübsch. So sieht es dann aus. Hat mir sehr gut gefallen. Freue ich mich auch drauf. Genau. Und dann mal gucken, was ich dann so alles unter meinem Teppich habe. Ob ich dann erstmal genug Teilbilder habe. Ja, schauen wir mal. Das eine Bild ist 40x40 cm groß und das andere 30x40. Hätte vielleicht noch eine Nummer größer nicht geschadet. Aber das Motiv hat mir gut gefallen. Ist nämlich nicht so kitschig, finde ich. Und die Farben haben mir auch gut gefallen. Mal gucken, wie es danach herauskommt. Oh, kleine Tütchen, macht aber nichts. Toolkit. So sieht's aus. Sieht jetzt erstmal gar nicht so schön aus von den Farben, wenn man es jetzt so drauf guckt. Aber wenn man aufs Bild guckt, irgendwie, das fand ich schon ganz nice. 22 verschiedene Farben hat's, runde Steine. Guckt mal, ich finde das total schön. Das ist so eine Leiter. So eine Regalleiter mit Blumentöpfen und verschiedenen Blumen drin. So ein bisschen pastellig gehalten auch der Hintergrund. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist ein bisschen was Erwachsenes, nicht so kitschig. Schönes Sommerbild auch. Hat mir wirklich gut gefallen. Aber eine Nummer größer wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube schon, dass das trotzdem gut rüberkommt. Ja, ist schön. Sehr gut. Das hier. Und dann kommen wir zum anderen Bild. Ich mach das mal auf Seite. Das ist was mit Kaffee. Stehe ich ja auch total drauf. Fand ich auch super niedlich. Hat halt viel Braun, aber... Ne? Ah, das ist eigentlich total cool. Ah, das sieht schon schön aus. Toolkit. Bisschen anders. Oh. In Zipptüten alles. Super viele verschiedene Brauntöne. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz schön. Mir gefällt es. 22 verschiedene Farben, gefühlt aber nur braun. Aber das muss man auch auf jeden Fall glätten, weil das ist auf der einen Seite ein bisschen unglücklich gefaltet worden. Ich gucke mal, ich ziehe es mal glatt. So, ich habe mal dran gezogen, jetzt geht's. Dann noch eine Runde unter den Teppich und dann dürfte das eigentlich auch in Ordnung sein. Ich finde das total süß. Und ich glaube, das wandert in meine Box. Oh Gott, ja. Aber ich finde das total knuffig. Das ist ein Faultier. Guck mal. Ready for coffee. Steht da auf dem Becher. Die Kaffeebohnen im Hintergrund. Ich finde das total schön. Gefällt mir. Mag ich. Kommt auch richtig gut rüber, finde ich. 40x40 tut dem Bild absolut gut. Runde Steine ist mal was anderes. Und das ist mal was Unaufgeregtes. Was Beruhigendes auf jeden Fall durch diese eher gedeckten Brauntöne. Ich finde das schön. Mir gefällt es und ich glaube, dass das auch nachher gut aussieht. Das lege ich mir auf jeden Fall mal in meine Box. Weil unter den Teppich passt aktuell nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Ich habe gerade geguckt. Aber ist tuck. Muss erstmal wieder was raus. Und dann gucke ich mal, weil ich habe mich jetzt ja in letzter Zeit stark auf die lizenzierten Kits konzentriert. Aber ich habe jetzt auch, dann auch mal wieder Lust gekriegt hier auf die Sachen, weil da auch ein paar schöne dabei sind. Mal andere Motive. Und runde Steine habe ich auch mal wieder Lust drauf. Genau. Ich habe jetzt für Juni gerade ein Kit, da kann ich euch leider noch nichts drüber sagen. Das mache ich so ein bisschen im Verborgenen. Wenn ihr das Video seht, vielleicht habt ihr es dann schon gesehen. Das werde ich aber auf jeden Fall entweder heute oder morgen beenden. Vielleicht übermorgen spätestens. Und dann kann ich es auch zeigen. Donnerstag kann ich es zeigen. Am 13. Und... ja, dann habe ich nur noch drei Whips. Eins, was ich so über das Jahr verteilt machen möchte, weil das Full Fairy Dust ist und das möchte ich mir so ein bisschen einteilen. Genau, und dann mal gucken, ob ich so einen Monat zwischen reinnehme.
wo ich mich vielleicht auch mal hier wieder auf diese Bilder konzentriere, weil habe ich jetzt richtig Lust drauf bekommen und meine Kiste mal wieder ein bisschen abarbeiten, weil hat sich doch schon wieder leider viel angesammelt, aber egal, ne? Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Freue ich mich. Jetzt muss ich das nur wieder einwickeln, weil das schafft es leider nicht mehr unter den Teppich. Da muss ich erst ein bisschen wieder was abarbeiten. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.